In den Pfingstferien ging es für uns zum ersten Mal auf die AIDA. Und hier beim Landeanflug auf Palma sieht man sie auch schon. Wir waren schon um 8 Uhr morgens in Palma de Mallorca und weil die AIDA erst um 22 Uhr ablegen würde, haben wir den ganzen Tag noch so richtig in Palma ausgenutzt. Wir sind durch enge Gässchen geschlendert, haben tolle Olivenbäume gesehen, wir waren natürlich shoppen und hatten richtig viel Spaß. Mit dem Shuttlebus ging es dann direkt zur AIDA. Den Tobi sieht man jetzt hier gar nicht. Auf jeden Fall, hier ist sie und schaut sie nicht toll aus. Riesengroß, wir hätten nicht gedacht, dass ein Schiff einfach so groß sein kann. Und hier nochmal mit Kussmund. Auf Deck 12 haben wir dann auch endlich unsere Kabine gefunden. Easy hat sich gleich mal in die Hängematte gechillt. Naja, und ich habe ausgepackt. Wir sind auf der AIDA Cosma auf Deck 12. Ich drehe euch mal um. Und wir haben eine Veranda-Kabine, Deck 12 und bevorzugte Lage, das heißt mittig. Hier ist das Bad und da war ich gleich total positiv überrascht. Es ist ein kleines Bad. Aber man bekommt alles unter. Es ist sehr durchdacht. Hier bin ich. Es ist sehr durchdacht. Es ist wirklich sehr viel Stauraum. Hier unten ist auch nochmal Stauraum. Auch die Dusche ist großzügig. Also da kann man, auch wenn man groß und ein bisschen kräftiger ist, gut duschen. Und auch hier sind genügend Ablageflächen und die Dusche funktioniert auch gut. Also es ist natürlich jetzt nicht so ein krasser Wasserstrahl wie zu Hause, aber sie funktioniert völlig in Ordnung. Handtücher sind hier untergebracht und das WC. Dann geht man raus, dann sind hier Haken, 4 Stück. Also auch haben wir jetzt unsere Taschen und Jacken aufgehängt. Und das war ein super Tipp, das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ich habe mir ja so Magnethaken bestellt bei Amazon. Ich verlinke euch die gerne nochmal. Das ist super, weil, wie gesagt, einer fehlt. Ich weiß gar nicht, den weg hat. Vielleicht hat ihn da Tobi mitgenommen. Das Schiff ist irgendwie natürlich aus Stahl und dann kann man hier nochmal Sachen hinhängen, die nicht so schwer sind. Also das war ein super Tipp. Dann geht es weiter hier in so einen kleinen Wohnbereich. Auch hier richtig viel Ablagefläche. Dann ein großes Schlafsofa. Da könnte jetzt noch eine Person schlafen. Da hat die Isabel jetzt ihre ganzen Klamotten und ja, das wollte sie jetzt nicht einräumen, weil eigentlich gibt es hier einen begehbaren Schrank und der ist wirklich auch sehr großzügig. Also da ist da Isabel ihre Zuhause kleiner als der hier definitiv. Und sind auch ausreichend Bügel vorhanden, ausreichend Regale und Stangen vorhanden. Also ganz ehrlich, wenn ihr eure Sachen da nicht unterbringt, dann weiß ich auch nicht. Dann hier ist der Schreibtisch und gleichzeitig auch der Schminktisch mit einem Spiegel und hier in der Schublade ist dann auch der Föhn, weil Föhn, Glätteisen und Lockenstab dürfen ja nicht mit an Bord gebracht werden. Hier ist noch ein Sessel, also wie gesagt, ich finde die Kabine unwahrscheinlich großzügig, gerade für 2 Personen, aber auch für 3 wäre das noch mega ausreichend. Ja, die Betten sind super bequem, also wirklich sehr bequem, vor allem auch die Kopfkissen. Ich habe da immer Probleme in Hotels, weil die Kopfkissen eigentlich nie passen oder die Matratzen, aber diese Betten sind super, ich schlafe wie ein Stein. Und natürlich dann das Highlight, ich bin so glücklich, dass wir das gebucht haben, ist die Veranda. Also die Veranda ist ein bisschen größer als ein Balkon, unsere hat glaube ich 5 Quadratmeter. Hat hier eine Hängematte und einen wunderbaren Blick nach draußen aufs Meer. Heute haben wir ein bisschen Wellen. Sieht man auch, aber es schaukelt trotzdem noch nicht. Und da das Schiff wirklich fast voll belegt ist, ist es so eine Wohltat, wenn man sich hier auf die Veranda einfach zurückziehen kann oder am Abend da noch sitzen kann oder auch in der Früh. Also das würde ich immer wieder so buchen und ich liebe es einfach, im Bett zu liegen und
die Verandatür offen zu haben und bei Meeresrauschen praktisch einzuschlafen. Das ist schon unbezahlbar. Also das ist schon toll. Also natürlich ist es bezahlbar, aber ich habe es ja gezahlt. Tobi hat eine Innenkabine. Die kann ich euch echt nicht zeigen, weil die schaut so schlimm jetzt aus. Das war jetzt also schon mal so ein kurzer Rundgang durch unsere Kabine. Ich bin mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich würde auf jeden Fall wieder genau so eine Kabine buchen. Ich möchte keine Innenkabine und ich möchte keine Kabine mit Fenster, weil ich der Meinung bin, wenn die nur ein Fenster hat, das ich nicht aufmachen kann, dann kann ich auch gleich darauf verzichten. Deswegen wäre das für mich auch für eine eventuelle zukünftige Reise wieder die richtige Kabinenwahl. Für die nächsten Aufnahmen bin ich extra um 6 Uhr für euch aufgestanden. Ich hätte sonst keine Chance gehabt zu filmen, ohne dass mir Menschen begegnen. Aber auch um diese Uhrzeit war schon der ein oder andere unterwegs. Ich nehme euch jetzt einfach ein bisschen mit an Bord, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie so ein Schiff ausschaut. Hier geht es zu den Aufzügen, das ist unsere Etage und ihr findet überall an Bord diese elektronischen Tafeln. Da könnt ihr euch Informationen zum Schiff, über Aktionen und so weiter, Restaurants holen. Ja, da werdet ihr wirklich gut informiert und Desinfektion ist auch überall gegeben. So, hier laufe ich jetzt gerade durch das French Kiss. Das ist eines der Restaurants, hier kann man auch frühstücken, das muss man dann aber extra bezahlen, das haben wir nicht gemacht. Und hier ist das Best Burger. Ich zeige euch jetzt nicht alle Restaurants. Im Best Burger waren wir auch ein paar Mal essen. Es hat richtig gut geschmeckt. Eigentlich schmeckt es überall richtig gut. Das ist das Oceans. Das ist ein Restaurant, das ihr vorher reservieren müsst. Aber das schaut schon sehr beeindruckend aus, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl so viele Menschen auf dem Schiff sind, findet sich doch immer eine Nische, wenn man mal etwas ungestört sein möchte. Ja, und hier das Theatrium, Mittelpunkt für alle Shows und viele Informationsveranstaltungen. Es wird übrigens noch ein extra Video dazu geben, wie mir der Urlaub auf der AIDA gefallen hat, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde und was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Und auch das ist nur eine von ganz, ganz vielen Bars, die ihr auf der AIDA findet. Sogar ein Casino gibt es an Bord. Das haben wir aber nicht besucht. Auf der AIDA könnt ihr im Prinzip rund um die Uhr essen. Hier ist die Streetfood-Meile und da gibt es wirklich Döner, Currywurst, Toast bis um 2 Uhr nachts. Geschäfte gibt es auch. Das hier ist der Fanshop. Da kommen die AIDA-Fans und vor allem die Kinder auf ihre Kosten. Ja, und hier seht ihr auch nochmal ein wunderschönes Restaurant, das Beach House. Da haben wir leider nicht gegessen, aber vielleicht beim nächsten Mal. So, und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal raus, direkt an Bord. Und das ist natürlich schon super, super schön. Alle Liegen sind noch frei, es ist ja auch kein Seetag, da würde das Ganze dann schon anders ausschauen. Der Himmel strahlend blau, was will man mehr? Sogar den Pool konnte ich noch leer für euch filmen, das schaut tagsüber dann schon ganz anders aus. Es gibt aber nicht nur Außenpools, sondern die AIDA hat auch innen einen ja, kleinen, so wie ein Freizeitbad würde ich jetzt mal sagen. Es ist überdacht, es ist nicht sehr groß, das schaut hier tatsächlich größer aus als es ist. Aber auch da können die Kids jede Menge Spaß haben. Und natürlich sind die besten Plätze auch schon reserviert. Zur Orientierung sind an allen Fahrstuhlbereichen hier so AIDA Cosma ja, Nachbildungen angebracht. Da seht ihr dann ganz genau, wo ihr seid. Wir waren hier jetzt mittig und dann gibt es eine Seite mit geraden Kabinennummern. Wir hatten hier die ungeraden Kabinennummern. Genau. Weiter geht's. Wer hochwertige Weine trinken möchte oder generell ein Feinschmecker ist, kommt natürlich auf der AIDA, in dem Fall der Cosma, auch voll auf seine Kosten. Zu erwähnen noch das Rossini. Das
haben wir jetzt nicht besucht, aber man kann. Sogar eine Minigolfbahn gibt es an Bord. Ich habe sie nicht gespielt. Ich hasse Minigolf, wobei ich sagen muss, dass ich diese Bahn eigentlich ganz süß finde. Aber es hat sich nicht ergeben und die Kinder hatten auch keine Lust. Ja, und wer seine Urlaubskilos gleich hier direkt auf der AIDA abtrainieren möchte, der findet auf jeden Fall auch die Gelegenheit dazu. Es gibt ein riesengroßes Fitnessstudio, auch da konnte ich nicht filmen, da waren schon Leute drin. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier auch noch Fitnessgeräte und hier dann der Wellnessbereich. Sehr, sehr schön gestaltet, ein bisschen abseits. Und hier auf dieser Seite sind dann noch Kursräume. Ich hatte zum Beispiel einen Langhantelkurs besucht. Und hier noch ein richtiges Highlight unserer Reise. Im Hafen von Barcelona ist direkt neben uns, also wirklich unmittelbar neben uns die MSC World Europa ausgelaufen und das war schon ein Erlebnis. Hier wurde gerufen, gepfiffen, gewinkt und das Schiff hat natürlich auch gehupt, also das war schon toll. Ja, und mit diesem Schnappschuss von uns dreien verabschiede ich mich und hoffe, unser Urlaubsvideo hat euch gefallen.